Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen mit Kane im Hardmode und versuchen, ehrlich gesagt, mal zu Hush zu kommen. Mal wieder. Curse of the Maze. Der Vorteil an Kane ist halt, er ist in etwa genauso stark wie Judas, hat aber kein Spacebar-Item. Dafür kann er halt goldene Kisten öffnen. Kostenlos. Außer ich mache das hier und nehme die Black Feather mit. Aber ich behalte natürlich den Paperclip, liebe Freunde. Oh, und Geld ist eigentlich sowas, was ich gerne mitnehmen würde. Oh, die Chocolate Milk. Die werde ich nicht rerollen. So, vorhin habe ich mir noch überlegt, wie geil das mal wieder wäre, ein Run mit Chocolate Milk und dem und anderen Items. Und dann habe ich mir vorhin gedacht, hey, ich könnte mal wieder aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich könnte ja eigentlich mal wieder täglich Isaac auf meinem Kanal bringen. Und ich habe echt das Gefühl gerade, dass das extrem laut ist auf meinen Ohren. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu leise ist oder sowas. Kann auch sein. Hoffen wir es mal nicht. Ne, es sollte eigentlich okay sein. Wenn es zu leise ist, werde ich erst nach diesem Part erfahren. So. Und, ja, dachte mir, hey, dann gibt es halt pro Tag wieder mehrere Videos und vor allem bei Isaac habe ich halt den Vorteil, ich muss nichts schneiden, ich muss nichts rendern, ich kann es einfach so hochladen, wie es ist. So, komplett ungeschnitten, komplett ungeschnitten. Ja, wir kriegen hier ein Trinket nach dem anderen, ich will mein Trinket eigentlich gar nicht ablegen. So ist es nun mal. So ist es und so bleibt es, in engen Hosen reibt es. So. Larry Jr. sollte jetzt nicht so das größte Problem sein. Und ich kann es immer wieder sagen, Kane ist mit einer meiner Lieblingscharakter. Bei dem alten Vanilla Isaac war das sogar noch krasser. Da habe ich am liebsten mit Kane gespielt. Oh, nice. Habe ich echt am liebsten mit Kane gespielt, weil er halt keine negativen Pilleneffekte bekommen hat. Das ist nice, muss man sagen. Das ist nice, muss man sagen. Curse of the Dunkel. Machen wir einfach so. Ohne irgendwas zu sprengen. Weil ich habe gerade ein bisschen Angst. Weil ich nichts sehe. So. Ein Burning Basement. Aber hier, wie heißt's? Der Magic Mushroom ist halt schon mal was richtig Tolles. Und wir müssen uns ein klein bisschen beeilen, wenn wir zu der Hush wollen. So. Du stirbst. Danke. Und ist hier vielleicht ein... Guck, da ist einer. Nice see. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. So. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. So, was haben wir hier? Oh, das Robo-Baby 2.0. Das nehmen wir mit. Wo ist der Shop? Lohnt sich nicht so wirklich gerade. Mit 2 Münzen. Und mit einer Bombe will ich hier auch nicht unbedingt irgendwie was Großartiges machen. Kommt schon, stirb. Danke. Und da ist der Boss. Wow. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wer ohne einen Streak geschafft hat, der ist mit so einer Item-Kombo natürlich OP, ne? So. Papp, 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 papp. Sehr schön. Bisschen Speed-Up. Nehmen wir gerne mit. Aua. Das ist ein äußerst beschissener Devil-Deal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, aua. Und Range Down. Range Down. Das ist nicht so schön. Ich frage mich ja immer noch, ist das die Stimme von Edmund? Oder Tyrone? Weiß man nicht. Jedenfalls feiere ich die Werke von Edmund Macmillan. Oh, Curse of the Labyrinth. Curse of the große Ebene. Wir brauchen für jeden Curse einen neuen Namen, ne? Curse of the große Ebene ist Curse of the Labyrinth. Curse of the Mavo ist Curse of the Maze. Curse of the Dunkel ist der Curse of the... Curse of the Dunkel war Curse of the Darkness.
Curse of the Lost ist ab sofort Curse of the... Curse of the... Keine Ahnung. Ja, Curse of the Lost war der Curse of the Haha. So. So. Na egal. Wir finden schon was. So. Wenn wir dann was haben für alles, ist das in der Beschreibung die offizielle Foxy-Sprache bei The Binding of Isaac Rebirth. So. Afterbirth, besser gesagt. Arschgeburt. Nee, das nehme ich nicht mit. Bitte, Dankeschön. So, ich habe noch keinen Itemraum gefunden. Doch, habe ich, natürlich. Da war das Celtic Cross drin. Idiot. So. Stirb, stirb. 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 Sehr schön. Sind alle gestürbt. Wo ist der zweite Itemraum? Merino. Den hätte ich gern. Na gut. Wo ist er denn? Hier ja schon mal nicht. So. Ach, Quadshot wäre jetzt nice, ne? Quadshot wäre jetzt richtig nice. So. Kommt schon, mach bumm, explodier mal, dankeschön. Da hinten könnte aber auch noch der zweite Itemraum sein. Wenn ich jetzt erst den Shop, wollte ich gerade sagen, oder den Boss finde, dann mache ich das natürlich als erstes. Aber den zweiten Itemraum, den suche ich auf jeden Fall noch. Geh mal erstmal in den Shop rein. Restock. Wäre vielleicht später, wenn wir zu Hush gehen, ganz nice, um ein paar blaue Herzen zu farmen im Shop. Aber dafür benötigen wir halt auch erstmal wieder ein bisschen Geld. Und ich will jetzt nicht unbedingt meine Donation Machine kaputt hauen. Und Tatsache, ich muss in die andere Richtung. Tatsache. Dann gehen wir erstmal nach unten. Sackgasse. Aua. Oh, hör auf zu brennen, du Sau. Sehr schön. Bling. Ne, Restock wäre echt nice. So. More of the Void wäre auch nice. Tears down. Jetzt dauert es noch länger, bis wir aufladen. Und da haben wir den Zacki-Zacki-Raum. Den Stachelraum haben wir hier. Und da schaue ich auch rein. Warum auch nicht? So, The Tower, The Lovers. Warum nicht? Ich nehme The Lovers mit. Ah. Ah. Oh. Oh. Yeah. Crack the Sky. Und eigentlich ein ganz nices Item. So. Stirb mal, stirb mal, stirb mal. Ich hab gesagt, du sollst sterben. Du Saftsack, du. Scheiße. Ja, komm. Und du auch noch. Haben wir wieder ein bisschen Schaden gefressen. Gurdi. So, komm schon, Gurdi. Stirb. So, die Box nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier? The Stars. Tears Up. Das ist nice. Und ja, The Stars nehmen wir mit. Oh, mega fatty. Hier hätte ich jetzt gern Crack the Sky noch gehabt. So. Stirb! Auf mit deinen Hakenkreuz, Tränen. So, sowas ist dann natürlich sehr nice. Blub, blub. Wir brauchen auf jeden Fall noch Damage Up. Definitiv. Definitiv. So. Was haben wir hier in den Depths? Book of Revelations. Ich glaube, das nehme ich jetzt sogar mit, weil ich kenne mich. Das ist es halt, ne? Crack the Sky ist nice, aber das Book of Revelations ist nicer. Dicer.
Schauen wir mal rein. Ja, klar. Oh, Tammy's Head. Gut, ich habe ein neues Item. Vielleicht kriegen wir ja noch den Brimstone. Warum auch immer ich den kriegen sollte. So, komm schon, stirb. Nice, aber Tammy's Head ist nice, Leute. Weil, guckt mal, Patz. So, komm schon, stirb und stirb. Ich finde es ja schön, dass wir die Gegner mit der Chocolate Milk one-hitten können. Ne, ich denke mal dich nicht, ne? Aber ein Two-Hit. Sehr schön, sehr schön. Ah, da werde ich meinen Schlüssel verballern. So, und bei 666 Münzen in der Greed Machine schalten wir mal wieder was frei. Habe ich nachgeguckt. Ich habe jetzt allerdings nicht mehr im Kopf, was es war. Irgendwas Böses. So. Ja gut, das hat sich gelohnt. Und für die zwei Münzen wird es sich theoretisch auch lohnen. Aber das lassen wir mal. Gurglings! So. Sehr schön. Leute, ich kann es euch nur immer wieder empfehlen. Schaut euch die 1001% Nerdshow von Holly an. Richtig, richtig, richtig interessant. Sehr schön. Was haben wir hier? Na? Okay. 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 Das war's schon wieder. Hier ist er. Tears. Gut, jetzt würde ich mich echt auf einen Brimstone freuen. So. Aber erstmal will ich den Shop finden. So. Der Tears Up ist schon nice, weil wir jetzt, wenn wir so spammen, schon einen Ticken größere Tränen haben. So, was haben wir hier? Power Pill. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Okay. Der Bloody Penny. Ja, eigentlich ganz cool, aber... Aber Kadaver. Also den Shop hätte ich gerne auf jeden Fall gerade. Wo habe ich denn jetzt den... Ach ja, genau. Celtic Cross. Ich wollte gerade fragen, wo habe ich denn jetzt den Polaroid-Effekt her? Aber klar, Celtic Cross. So. Okay. The Moon. Und dann donaten wir mal auf 666. So, Storky has appeared in the basement. Und die anderen 10 würde ich gerne mal wieder hier donaten. Okay, dann nicht. Dann nicht. So. Und weiter geht's. Zum Boss. Im besten Fall. Im besten Fall jetzt zum Boss. Oh, zack, 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 zack. Und jetzt Bam. Sehr schön. Komm schon. Ja. Ach, hier ist gar nicht... Warum habe ich da eben eine Boss-Tür gesehen? Bin ich doof? Okay. Ja. Das war doof, Reno. Na komm. So. Hab ich mich gerade ein bisschen doof angestellt. Na? Ja, komm. Wer lässt das Curved Horn liegen, ne? Wie soll ich denn da ausweichen? So. Und den Cube of Meat nehme ich natürlich mit. Wow. Warum waren die Tränen gerade so klein? Algis Resistance. Ich behalte Moon. Und ich behalte auch Tammy's Head. Weiter. Wir haben noch keinen wirklichen Devil Deal bekommen, ne? Das ist schon ein bisschen doof.
So. Ah, ich nehme an, Tammys Head richtet sich nach dem... der Aufladung der Tränen. So ein bisschen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Sehr schön. Und... gib mir die Karte. Dankeschön, Two of Clubs. Was sich äußerst lohnt eigentlich, wenn man ehrlich ist. Na komm. Donaten wir mal. Sehr schön. So, weiter geht's. So. Da ist schon der Boss, da darf ich jetzt noch nicht rein, ne? Gut, dann nehmen wir mal den Moon. Hey, Greed! Hey, Steam Sale! Troll Sale! Ja, vielleicht kann ich nochmal in den Shop rein, um nochmal zu donaten. Wäre vielleicht noch nicht mal das Schlechteste. Natürlich drehst du dich genau in dem Moment um, ne? Blödsack. So. Huch, das war nicht so geplant. Bombs are key. Na gut, kann ich mit leben. Okay, okay, okay. Weiter. Und natürlich ist hier kein Bossraum. Kein Itemraum. Bossraum. Bossraum weiß ich ja schon, wo er ist. Gehen wir mal da gucken. Ja, sieht gut aus. Fast. Nope. Das war gut. Es gibt nur noch einen Raum, wo ich noch nicht drin war. Und das ist der hier. Und dann natürlich der hier. Ah, stirb. Und stirb. Oh, one that makes you larger. Natürlich. Was auch sonst. So. Komm schon, stirb. Oh, das Geld nehmen wir mit. Der Shop war, glaube ich, auf dem Weg, ne? Ja. Können wir nochmal ein bisschen donaten. Mongo Baby! So macht das Mongo Baby. Ja, komm, jetzt gucke ich mir die Ebene auch noch fertig an. So. Hat's. Nichts. Nichts für schwache Nerven. Nichts für Foxys. Aber vor allem nichts für schwache Nerven. So. Hier war noch ein ja, gut. Donation. Ist wichtig. Wir müssen ja auch irgendwann mal auf 867 kommen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie viel? Das sehen wir aber noch. Na. So. Okay. Komm schon. Und ich werde auch auf jeden Fall in den Boss Rush reinschauen. Na gut, das Polaroid nehmen wir mit. Und Gimpy nehmen wir auch mit. Ich schaue auf jeden Fall mal rein und es ist nichts, was sich zum Mitnehmen lohnt. Und einmal hier sprengen. Dankeschön, weiter. Wie lange geht denn der Part? 20 Minuten? Okay. Ich weiß nicht, ob wir zu Hasch sollen, aber ich muss es halt, ne? Ich muss halt eigentlich zu Hasch. So. Alleine schon. Wisst ihr, weil ich nicht will, dass der Run umsonst ist. Wisst ihr, und wenn wir bei Hasch sterben, kann ich wenigstens von mir behaupten, hey, I tried. I tried. So. Viel er ausgehalten hat eben einfach, ne? So.
Sehr schön. Und weiter. Und wutz. Es ist nice, dass die Ebene so kurz war jetzt. Aber den Sack da... Oh, drei Schlüssel. Sowas ist auch selten. Conquest! Was mich zu einem neuen Spacebar-Item führt. So. Ja, das nehme ich mit. Tammy's Head ist zwar schön und gut. Aber guck mal, ich kann jetzt fliegen und habe diese tolle Dash-Attacke. Was gegen Moms Herz auf jeden Fall einsetzbar ist. Gegen Hush allerdings dann wiederum nicht mehr. Brauchen wir aber gegen Hush nicht, weil das bisschen, was es gegen Hush ausmacht... Das bisschen, was es gegen Hush ausmacht... Lohnt sich nicht die Bohne. So. Dann können wir auch gleich draufhauen. Können wir auch gleich hier den hier machen. So, oder wir holen uns halt die Batterie dann noch fix. So. Oder bekommen noch einen Devil Deal. Das wäre auch nice. So. Watz. 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 Komm schon. Schlüsseltechnisch sind wir echt gut dabei. Ausnahmsweise, wenn man so an die letzten Parts denkt. One that makes you larger. Das setzt sich auch definitiv ein, klar. So. Money, money, money. Sollten wir auch immer mitnehmen. Und wir werden demnächst auch mal wieder einen Greed-Mode-Run machen. Einfach so. Dass ich mal wieder Bock drauf habe. So. Stirb. Und Geld. Sowas wie Geld sollte man eigentlich allgemein immer mitnehmen. Weil man weiß ja nie, ob man vielleicht noch Money equals Power bekommt. Aber ich lasse mich auch gerade echt wieder gut treffen und viel treffen. So. Da ist nix. Dann gehen wir mal nach rechts. Oh, das war knapp. So, sehr schön. Ein paar blaue Herzchen wären vielleicht auch noch nice. Blaue Herzchen, habe ich gesagt. Aua! Was hat mich denn da getroffen gerade? Ach, der Kleine da! Und jetzt die Kacke. Und ich glaube, jetzt können wir Hush vergessen. Mit so wenig Leben. So. Abaddon? Oh. Ja gut, neun Leben, neun Versuche mit anderthalb Herzen. Beziehungsweise neun Versuche mit einem Herz. Curse of the Maze. Nice. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch was Tolles. Auf jeden Fall mal genug Geld. Oh, und noch zwei silberne Herzchen. Auch ganz schön. Sissy Longlegs, she loves you. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Ah. Technology 1. Ich schaue erstmal in den Shop rein. Die Black Candle. Ein blaues Herzchen. Die More Options brauche ich eigentlich nicht mehr. Ne? Es ist Technology 1. Das ist auch was, was ich schon lange nicht mehr hatte. Scheiß drauf. Scheiß der Hund drauf, ey. Ohne Spaß. Nehme ich jetzt mit.
Was haben wir hier noch? Na gut, den Schlüssel nehmen wir jetzt einfach noch mit. Einfach so, weil wir es können. Gut. Ja, wir machen guten Schaden. Wir machen guten Schaden. Aua. Aua, scheiße. Ja, so gut machen wir jetzt auch nicht Schaden. Lump of Coal wäre jetzt nice gewesen, ne? Der Lump of Coal wäre jetzt nice gewesen. Okay. Go, Hush. Okay. Ja, wir machen aber doch schon ordentlich Schaden. Nicht gut, aber ordentlich. So, wir müssen halt hier jetzt ein bisschen Tohu spielen. Einfach den Schussknopf gedrückt halten. Ich hatte schon lange nicht mehr Technology 1. Ich weiß, dass das Item sau nervig ist. Von den Soundeffekten her. Aber ey, das ist was, womit wir jetzt leben müssen. Und wir haben Gimpy, Leute. Das heißt, immer noch die Chance, dass immer mal wieder zwischendrin ein blaues Herzchen droppt. Leider Gottes aber auch, dass ein rotes droppt, was uns nichts nützt. Das Schöne ist halt, wenn, selbst wenn er seine Fliegenschergen spawnt, nützen die ihm nichts, weil ich einfach durch ihn durchschießen, durch die durchschießen kann. Das ist halt das Schöne, der Piercing-Effekt. Was noch schöner wäre, wenn wir, die Kohle hätten. Weil alleine, wenn ich denn so weit wegstehe, würde das enorm viel ausmachen. Geh weg. Und Sissy Longlegs sorgt dafür, dass wir mal ein paar Spinnies bekommen. Oh Mann, das wird ein echt harter Haschkampf. So, hier müsste mir nichts, dürfte mir nichts passieren. Theoretisch. Und weg. Oh Gott. Und da ist er schon wieder. Wow. Wow. Das ist eine äußerst gemeine Kombo gerade von dir, ne? So. Gut. Dann kann ich jetzt mal wieder hier stehen bleiben. Wir haben ihn ja fast. Okay. Und jetzt kommt die... Ah, jetzt kommt die Scheißphase von ihm. So. Jetzt kümmere ich mich gerade mehr ums Ausweichen als ums Treffen. Fucking! Komm, komm, komm. Oh, nein. Komm schon. Komm schon. Nicht so nah dran stehen. Oh, der macht's schon wieder. Er macht's schon wieder. Oh, nein. Nein! Es war so knapp, Mann. Es war so knapp, Mann. Ey, jetzt können wir es vergessen. Ich schaff das nicht mit nur einem Herz. Ach, komm schon, ey. Es war so knapp, Mann. Ich meine, wir können es schaffen. So ist es nicht. Es ist nicht unmöglich mit einem Herz. Es ist nicht unmöglich, ohne getroffen zu werden. Bei mir wäre es halt lieber, wenn das blaue Herzchen wäre, statt das rote. So. Also wenn ich jetzt nochmal sterbe, lasse ich mich 7-mal sterben. Definitiv. Wir versuchen was beim nächsten Mal einfach wieder. So. Ne, weil mit einem Herz dann... ist das ein bisschen doof.
Aber vor allem, wir hatten es fast. Das ist wieder so ärgerlich, dass es wieder kurz vor Schluss passieren musste. Mich juckt's an der Nase. Mich juckt's an der Nase. So. Jetzt kommen seine Fliegen. So. Oh, das wird noch ein Spaß mit The Lost dann irgendwann später. Das wird noch ein Spaß. Wenn wir ja wenigstens irgendwie ein Item dabei hätten, wo wir nur ein halbes Herz Schaden bekämen, ne? Hier, wie heißt das? The Wafer zum Beispiel. The Wafer wäre nice. Weil dann könnte ich immer, wenn ich Schaden bekomme, wupp, schnell ein blaues Herzchen einsammeln. Und alles wäre cool. Aber so kriegst du halt ein ganzes Herz Schaden, damit bist du instant tot. Weg. Oh Gott. Ich hasse dieses Bewegungsmuster, ne? Seht ihr, hätten wir mal Dingens mitgenommen, Restock. So. Hätten wir mal Restock mitgenommen, hätten wir vorhin mehr Herzen gehabt am ersten Versuch. Oh nein. Warum ihr? So. Ob es ein Fehler war, die... Ach, komm schon. Kannst dir nicht mehr anders zu helfen, hä? Ich weiß dir nicht mehr anders zu helfen, als deine Schergen zu spawnen. So. Oh Gott. Es nervt schon hart, ne? Oh Gott. Nein, der ist wieder draußen. Ich denke mal, gleich kommen die Continuum Tears. Nee, kommen sie nicht. Doch, da kommen sie. Scheiße. Na gut, ich stehe sicher. Noch. Nein! Ach komm schon! Schon wieder so kurz! Na gut, Leute, ich lasse mich jetzt sterben. Das hat keinen Sinn. Es hat so keinen Sinn. Ich tue das nur in die Länge treiben, für was sterben lassen. Ich kann auch einfach hier. Komm, tot. So, Leute, okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat so einfach keinen Sinn gemacht jetzt. Alles klar, bis dahin und ciao.